Der deutsche Fußball, ja, der steckt in einer tiefen Krise. Sowohl die Männer als auch die Frauen enttäuschen auf internationaler Bühne auf ganzer Linie. Und der DFB, tja, steckt den Kopf in den Sand und gibt die Parole aus, ach, das wird schon irgendwie werden. Statt aufzuräumen und aus den Fehlern zu lernen und wieder erfolgreich zu sein, kommen dagegen fragwürdige Ideen. Nun heißt es auf einmal für die Jugend und damit den Nachwuchs, der Wettbewerb und damit der Konkurrenzdruck solle abgeschafft werden, um die Spielfreude wieder zu fördern. Eine Körpertäuschung, ein entschlossener Abschluss, ein Tor, aber kein Resultat. Nach einer zweijährigen Pilotphase gilt für 5- bis 11-Jährige ab dem nächsten Jahr die neue Spielform. Ergebnisse, Tabellen, Meisterschaften sind abgeschafft. Erlebnis steht vor Ergebnis. Die direkt Betroffenen sind nicht ganz sicher, was sie davon halten sollen. Es geht ja jetzt nicht immer unbedingt ums Gewinnen, sondern schon ums Spaß machen. Aber es wäre dann, also ich fände es schon gut, wenn der Gewinner ausgezeichnet wird. Weil es ist ja auch langweilig, wenn man einfach so seine ganze Power verspielt und am Ende gibt es keinen Verlierer und keinen Gewinner. Weil die ganz Kleinen, denen ist das, glaube ich, egal. Also ob die dann, keine Ahnung, verlieren oder nicht, ist dann relativ egal. Allerdings geht es nicht nur um die ganz Kleinen. Der DFB will auch die Bundesligen in der U17 und 19 abschaffen. An deren Stelle sollen neue Nachwuchsligen treten, in denen die Mannschaften nicht mehr absteigen können. Sie sind gesetzt. Eine Art Waldorfisierung der Nachwuchskicker. Lernen ohne Druck. Man darf da vielleicht nicht zu populistisch rangehen und das von vornherein sozusagen verurteilen und sagen, jetzt geht es um gar nichts mehr und jetzt ist unser deutscher Fußball auch in der Jugend kaputt. Es gibt schon Gründe, etwas mal anders zu machen. Da muss man sich nur die jüngsten Ergebnisse unserer Nationalmannschaften ansehen. Deren Mitglieder alle noch unter dem Leistungsprinzip ausgebildet wurden, hat offensichtlich nicht viel gebracht. Vorschlag, auch noch den Torwart abschaffen, das erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich und es werden weniger Gefühle verletzt. Beim Nachwuchs streicht der DFB also nach und nach alles, ob Ergebnisse, Tabellen oder Meisterschaften. Und dazu wollten wir natürlich auch Ihre Stimme hören. Ich habe lange genug auch selber Fußball gespielt, vielleicht nicht professionell, aber ich denke, der Wettbewerb hat eigentlich das Ganze schmackhaft gemacht, den Ehrgeiz geweckt und weiß nicht, ob das die richtige Philosophie ist. Nee, das spornt doch gerade die jungen Leute an, wenn sie wissen, wie viele Tore sie geschossen haben und so weiter. Das finde ich nicht gut. In der Jugend finde ich es nachvollziehbar, ja. Weil da stehen ja andere Faktoren im Vordergrund, wie Spaß und generell junge Leute zum Sport zu bringen. Die Vereine leiden ja wirklich unter den Zahlen. Deswegen finde ich es da in Ordnung. Wenn es um nichts mehr geht, ja, damit dränge ich die jungen Leute also vom Vereinssport raus, im Grunde genommen auf den Kickerplatz. Da geht es ja um nichts mehr. Das haben wir als Kinder früher auch gemacht, auf dem Bolzplatz. Ja, aber wenn der DFB so verfährt, dann dürfen Sie nicht wundern, wenn Sie keinen Nachwuchs mehr haben irgendwann. Das finde ich eine Katastrophe. Die Zahl ist einfach wichtig, man muss sich halt messen können. Irgendwas muss man ja sagen können über die Mannschaft, über die Leistung. Und wenn die halt fehlt, dann ist der Ansporn auch, finde ich, gar nicht mehr da. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Die Beteiligung der Eltern, das ist ja unerträglich, wie viel Druck dort entsteht. Also das ist das Entscheidende, finde ich. Und die Kinder gehen daran kaputt. Ich glaube, die Ergebnisse sind das nachher nicht. Grundsätzlich finde ich schon, dass manchmal im Freizeitbereich der Druck und Leistungsdruck schon irgendwie ziemlich krass ist, gerade bei den ganz Kleinen auch. Insofern, ja, ist es vielleicht eine Alternative, um auch so ein bisschen inklusiveren Sport zu betreiben. Aber ein bisschen Wettbewerb gehört natürlich auch dazu, ne, zum Sport. Ich denke schon, das Leben ist nicht leicht. Die Kinder müssen es eigentlich von Anfang an lernen. Bevor man die verhätschelt und vertätschelt in den Sachen, müssen die auch mal klar denken können, dass sie sagen, okay, wir können gewinnen oder verlieren. Eins von beiden. Eins tut weh, das Verlieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.